Netterweise hat der Produzent mich angerufen, mir den Stoff geschickt und gefragt, ob das was für mich ist. Darüber freut man sich dann sehr. Und dann gab es ein Treffen mit den Autoren und das war so, die Autoren Martin Ritzenhoff und Ksawsew Szek, die sehr lange mit diesem Stoff schon schwanger gingen. Und das war dann ein, wir haben uns auf Anhieb eigentlich sehr gut verstanden und glaube ich sehr, also haben unsere Ansichten zu diesem Stoff sehr auf eine Linie gekriegt. Ich glaube, sonst wäre es auch blöd gewesen und hätte man es auch nicht machen sollen, weil das so sehr ein Baby von denen war, dass da gab es als Regisseur eine gewisse Verantwortung dem Stoff auch gegenüber, dass man da jetzt nicht alles über den Haufen wirft. Und ich fand es auch so gut, dass ich da nicht so viel auch Hand anlegen musste, sondern mir direkt Gedanken über die Umsetzung machen konnte. Ist das doch normal, die Fotze? Lässt einfach meine Jungs im Stich? Wenn ich die Alte erwische, ich nagel die an die Wand! Können Sie das nächste Mal bitte anklopfen, Herr Massara? Was bist denn du Penner? Ich? Ach, halt's Maul. Ja, was ist denn jetzt? Wir haben sie doch nicht mehr alle. Bisschen ruhiger, bitte. Danke. Ich würde sagen, wir beide sehen uns nächste Woche, dann machen wir erstmal einen Drogentest. Aber was ist mit dem Gutschein? Danke, Herr Meurer. So, was ist denn jetzt mit Jenny und Dennis? Wie jetzt Jenny? Ich hab zwei Jungs. Sicher? Also hier steht Jenny und Dennis. Was? Naja, wenn es hier steht. Jedenfalls die Fotze ist einfach abgehauen! Warum setzen Sie sich nicht erstmal? Ich fick die Schlampe, macht der Kinder. Herr Mazzocha. Und die haut einfach ab. Fotze. Die Kinder waren doch zuletzt bei der Großmutter, ne? Ja, Gott sei Dank. Meine Alte hat eh nur gesoffen. Und dann ist die auch nur abgehauen mit so einem Taliban. Was ist denn jetzt mit der Oma? Oh. Es tut mir leid. Naja. Wohin kommen die Jungs? Die Kinder dann jetzt? Pflegefamilie, Kinderheim. Das entscheidet am Ende das Familiengericht. Ins Heim? Warum kommen die nicht zu mir? In Ihre Wohnung? Oder ich zieh zu denen. Ja klar, Herr Mazzocha, übernehmen Sie Verantwortung, hat sogar der Richter gesagt. Und Kindergeld kriege ich ja dann bestimmt auch, oder? Es geht doch nicht immer nur ums Geld. Sie müssen doch erstmal Ihr Leben in den Griff kriegen, weniger trinken, ruhiger werden, damit nicht jeden Monat was vorfällt. Aber ich will mich doch bessern. Schönen guten Abend hier im Metropol in Stuttgart. Herzlich willkommen im Namen der Innenstadtkinos. Darf ich Sie begrüßen und freue mich immer, wenn wir die Gelegenheit haben, mehr als nur den Film zu zeigen oder ihn zu bieten. Und haben heute zu Gast den Darsteller aus dem Film Peter Kurt. Ich glaube, allen hier gut bekannt in Stuttgart. Und später kommt auch noch der Regisseur Markus Seher. Und ich übergebe an den Herrn Speich vom SWR, der Sie heute durch den Abend führt. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie im Namen von SWR 2 ganz herzlich begrüßen. Es geht Ihnen sicher auch häufig so, Sie sehen einen Schauspieler auf dem Theater oder Film und sagen, Mensch, der spielt die Rolle ja wirklich sowas von toll. Sie wird uns in Erinnerung bleiben. Das ist die eine Art von Schauspielern. So, Marke Gustav Gründgens, aha, der ist der Mephisto, aha. Dann gibt es Schauspieler, die vergessen Sie, weil Sie sofort erleben, der ist der Hotte zum Beispiel, wie heute Abend in dem Film. Der ist der Frosch in der Fledermaus. Der ist einfach der Schauspieler, den er darstellt. Der ist der Pfister. Und so einen habe ich jetzt hier neben mir, Peter Kurt. Petras sei Dank, dass er jetzt hier bei uns am Stadtschauspiel ist. Herr Kurt, in zwei Sätzen, was ist dieser Hotte, den wir jetzt gleich sehen werden? Das werden wir gleich sehen. Und was ist der Hotte?
Ich glaube, da reden wir lieber danach. Ich kann nur sagen, ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Arbeiten, weil Sie werden ja gleich sehen, durfte ich Dinge machen, die man als sozial lebender Mensch sonst eigentlich nicht tut und nicht tun darf. Und wünsche Ihnen viel Spaß. Hey! Hey! Sie kennen uns doch! Was? Von Herrn Olga! Sie kennen uns aus dem Büro von Herrn Olga! Hey! Ja! Schönen Gruß an den Schnarcher! Und jetzt machen Sie sittig, sonst kriegst du mal auf die 12! Du nix 12! 100.000! Herr Wiener Schul, der Autoschieber? Wir klauen dem 100.000 Euro, das ist ganz easy. Hey! Wenn das so easy ist, wofür brauchst du mich dabei, du Penner? Naja, das erzähle ich Ihnen zu Hause. Bei Ihnen? Wie bei mir? Ja, ich bin gerade auf der Flucht. Na, vergiss es, ich bin kein Asylantenheim. Ja! Hey, das ist der Deal. Nach der Arbeit erzähle ich Ihnen von dem Plan und dafür darf ich bei Ihnen wohnen. Und wenn Sie sagen, der Plan ist scheiße, dann schmeißen Sie mich wieder raus, okay? Kleiner, kann ich auch rausschmeißen, wenn dein Plan super ist. In dem Film Die Kleinen und die Bösen geht es um einen gutmenschlichen Bewährungshelfer namens Benno Meurer und seinen schlimmsten Klienten Hotte. Und die Geschichte fängt damit an, dass Hotte die Oma stirbt und Hotte kriegt das Sorgerecht für seine beiden Kinder, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und die sind schon so 15, 16. Und er denkt, das ist toll, da kriegt er Kindergeld und eine schöne Wohnung. Er zieht bei denen ein und spielt den Vater. Das nimmt er am Anfang nicht so ernst. Und dann passiert dem seinem Sohn ein, ohne zu viel vorwegzunehmen, ein Unfall. Und Hotte ist so halb darin verstrickt. Und das ist der Auslöser dafür, dass Benno, der Bewährungshelfer, der die Familie auch kennt, die Tochter rausholen will aus der Familie. Und während Benno immer zu immer kriminelleren Methoden greift, um dieses Mädchen zu retten, ist Vater Hotte, entdeckt er so langsam seine Vatergefühle. Und die beiden liefern sich quasi einen erbitterten Kampf um dieses Mädchen, die irgendwann aber auch ihren eigenen Kopf kriegt. Das kann man, glaube ich, so halbwegs zusammenfassen. Es ist ein Film, der auf einem sehr, ja, würde ich mal sagen, schmalen Grat balanciert. Ich weiß gar nicht, ob es so viel Komisches gibt, eher doch sehr viel Tragisches. Herr Kurt, wie haben Sie dieses Drehbuch für sich denn zurechtgelegt? Ja, das Drehbuch ist ja geschrieben worden und die beiden Drehbuchautoren, Martin Ritzenhoff und Dale Ciao Sefcek, die haben an diesem Drehbuch, glaube ich, schon fast 10 Jahre gesessen und seit 7 Jahren lag es auf irgendwelchen Schreibtischen. Und als ich es bekommen habe, steht ja Komödie dann drüber oder drunter unter dem Titel und ich es gelesen habe, dachte ich, oh, das ist nicht das, was wir heute als deutsche Komödie definieren. Also deutsche Komödie hat ja jetzt im Moment eine ganz eigene Definition bekommen. Es ist leicht, es ist seicht, es ist, ich finde manchmal nahe an der Seifenoper. Und das hat mich schon sehr interessiert und da habe ich eigentlich relativ schnell zugesagt. Das Ziel war aus diesem Film, sowohl ein bisschen Drama als auch ein bisschen Komödie zu machen. Also ich glaube, für eine reine Komödie, man muss es irgendwann aus Marketinggründen natürlich mal irgendwie so benennen, für eine reine Komödie ist es zwischendurch zu ernst und für ein reines Drama ist es dann wieder zwischendurch hoffentlich zu lustig oder auch zu wild und kurios und ich wollte halt, für mich war es halt eine schöne Chance, so ganz unterschiedliche Töne in einen Film zu packen. Das ist immer sehr schwer, da nachher ein Label drauf zu knallen, aber das herzustellen macht natürlich einen wahnsinnigen Spaß, weil man natürlich nicht nur so eine Stimmung bedient. Ich geh mal Gas, ich hab die Kinder. Mach's gut. Bis morgen. Übrigens, deine Freundin hat den geilsten Arsch der Welt. Dich. Jetzt ist es ja so, dass der Film eigentlich ganz leicht anfängt. Nicht seicht, sondern leicht anfängt. Und dann aber nach 10 Minuten kommt der Hammer, wo das denn überhaupt nicht mehr lustig ist. Wie schafft man es jetzt als Schauspieler, diesen Umschwung darstellerisch
aufzufangen, weil sie schaffen es, was sehr, sehr schwierig ist. Weil so eingeführt wird die Figur des Hottes doch als, ja, schon eine lustige Figur, ne? Der hat es schon richtig drauf und kommt da reingestürmt. Aber dann der Verlust des Kindes ist ja wirklich dann ein Schlag, der jetzt überhaupt jenseits von allem, was man erleben möchte, irgendwo angesiedelt ist. Wie haben Sie dieses für sich zusammengekriegt? Das kriegt man, glaube ich, nicht zusammen. Ich bin selber Vater, auch Großvater schon. Sowas kriegt man nicht zusammen. Und wenn das jetzt sozusagen um ein Thema geht und man fängt an zu probieren, wir haben auch viel probiert und dann anzuarbeiten, ich meine, das ist das Leben. Also Leute werden rausgerissen, ganz junge Leute auch. Und wie geht man damit um? Das ist natürlich nicht Thema des Filmes. Also konnte man das sozusagen so dezidiert nicht verfolgen, sonst wäre es dann auch fast ein Drama geworden, darum geht es ja dann auch nicht. Aber das ist natürlich für die Rolle sozusagen der größte Denkanstoß und also auch der größte Hammer für ihn auf dem Kopf, okay, ändere hier mal ein bisschen was, übernimm mal Verantwortung. Das ist nicht einfach so, Kinder zu haben ist nicht einfach so lax. In der Arbeit, das ist schwierig, weil das ist wirklich schwierig, weil man dreht ja nicht chronologisch. Man fängt manchmal mitten in der Mitte an, weil das von Drehorten abhängig ist und so. Das ist eine richtige Puzzlearbeit, das ist so wie Kreuzworträtsel fast. Manche nennen es auch Sozialkomödie, das finde ich auch nicht schlecht, weil tatsächlich diese Lebenswelten, also vor allem von den Gaunern und Kleinkriminellen und den nicht so glücklichen im Leben jetzt von den reinen Umständen und von den Verhältnissen, um die geht es schon sehr. Und auch über die Geschichte von Benno, es gibt auch so einen Spiegel in eine andere Klasse der Gesellschaft, die denen es ein bisschen besser geht. Also als Beamter ist man ja ganz gut abgesichert. Aber auch denen geht es nicht gut und alle werden am Ende kriminell und alle haben aber auch irgendwie ein Herz am rechten Fleck. Und für mich hatte das alles, das die Geschichte doch dann sehr zusammengehalten. Ist da nichts auf Deutsch dabei? Hey, ich dachte, den iPod hatte Dennis von dir. Na ja, der Song ist auch super. Hast du Aufgaben schon fertig? Was weißt du denn, ob ich welche habe? Na, ich kann dir da helfen. Versuchen. Französisch hast du sicher perfekt drauf. Sätze, aber. Ja, was? Also nochmal. Aber mit kurzen Sätze. Kurz! Ja, kurz. Ja, ab, du Fuchs! Und nicht zu kurz. Meine Tochter ist nie blöd. Also, man kriegt das Drehbuch, man fängt an zu arbeiten, man liest das, man versucht sich vorzubereiten. Und das macht man zu Hause im stillen Kämmerlein. Und natürlich kommt seine eigene Fantasie dazu, die eigene Bilder kommen dazu. Und wenn man sozusagen auch wichtig denkt, also wirklich diese Szenen zu wissen, nicht nur den Text, also auch die, sozusagen die Bögen, und dann kommt man an den Drehort und trifft Kollegen. Und dann sollte man das, was man alles zu Hause sozusagen für sich vorbereitet hat, sollte man alles vergessen, ganz schnell. Weil da auf einmal Menschen sind und man fängt an zu arbeiten und zu probieren und wenn man sich da nicht drauf einlassen kann, dann wird schon mal Murks. Der erste, der feststand, war Christoph Maria Herbst und dann versucht man natürlich in so einem Film, es ist ein Ensemblefilm dadurch, dass es so viele kleine Nebenstränge gibt, aber es ist natürlich vor allem auch dieser Zweikampf zwischen den beiden Protagonisten Benno und Hotte und gespielt von Christoph Maria Herbst und Peter Kurt und die Besetzung von Christoph war da natürlich dann die Initialzündung, um ihn herum ein Ensemble zusammenzubauen, das funktioniert. Also einen Hotte zu finden, der ein ebenbürtiger Partner oder Gegenspieler ist und dann die Tochter zu
finden und dann dieses ganze Milieu von den Kleinkriminellen, mit denen die alle nachher miteinander zu tun haben, dass das alles so zueinander passt. Ne? Also da, das ist dann wie beim Domino, dann fällt ein Stein nach dem nächsten so. Ne? Man kann jetzt natürlich nicht eine kleine Rolle zuerst festlegen. Jetzt schafft es dieser Film vor allen Dingen auch einerseits natürlich ihre Regieleistung, aber dann auch die Ensembleleistung. Und da ist mir einfach und Ihnen vielleicht auch, meine Damen und Herren, aufgefallen, wie diese jungen Schauspieler auf, sehr, sehr jungen Schauspieler, auf gleicher Augenhöhe mit etablierten großen Schauspielern wie Peter Kurt und Christoph Maria Herbst agieren. Wie schwierig ist das denn gerade jetzt, also die Stars, in Anführungszeichen, wie auch immer, und diese Newcomer zusammenzubringen, dass da nicht dann irgendwann mal ja, das Vater-Sohn- oder Tochter-Drama dann auf dem Set ausbricht? Ja, also natürlich so ein bisschen, also die Regieleistung besteht vielleicht ein bisschen darin, die alle auch auf dieselbe Tonalität so ein bisschen zu bringen, weil irgendwann ist man natürlich, also ist das schlaue Casten eigentlich die größte Leistung, weil am Set ist man natürlich dann dem ausgeliefert, was man sich eingebrockt hat und dann muss natürlich, also man versucht ja eigentlich nur zu helfen, wenn man gestaltet, also und eine Bühne und einen Arbeitsraum für großartige Schauspieler, wie wir sie wirklich hatten, irgendwie so zu bilden. Also gerade, also ich bin natürlich selber immer, ist ein bisschen Lotterie, weil die Jungen haben natürlich nicht eine Vita oder man kann sich auch nicht so viel von denen angucken, dass man jetzt tausendprozentig weiß, das wird gut. So, ne? Ich meine, bei so einer speziellen Rolle wie heute weiß man das auch nicht, ne? Weil das ist irgendwie nicht abfragbar, das ist nicht im Katalog. Hat so Haken dran, kann er so, deswegen, also ich war total überzeugt, dass er das kann, aber ich war trotzdem immer wieder überrascht, wie Peter das gemacht hat. Naja, ich sag's mit großer Liebe und immer wieder Begeisterung, also ist irgendwie, man sitzt dann als Regisseur immer und guckt auf so einen kleinen Monitor und dann spürt man hoffentlich mal, wenn der Funke überspringt und ich glaube gerade bei, also ich finde die alle toll, vor allem auch die Jungs, und aber herausragend ist natürlich auch immer wieder Emma Bading, die Jenny gespielt hat, die wirklich in jedem Moment so präsent war. Und ich meine, das ist dann auch was für Peter. Ich hatte immer das Gefühl, der Funke springt da direkt über, weil einfach zwei Schauspieler sich gegenüberstehen und irgendwie ist es dann nicht mehr das kleine Mädchen, das sie natürlich in den Pausen manchmal war. Aber wenn sie am Set ist und arbeitet, also ich hatte immer das Gefühl, ihr trefft euch da irgendwie auf Augenhöhe. Also jetzt natürlich eine ganz andere Erfahrung und so, aber mit so einem Spielwillen und ja, so einfach wundervoll da zuzugucken. Erklär's mir bitte, normalerweise dürfen deine Klienten nicht mal deine Nummer haben, jetzt bringst du sie mit nach Hause? Doch nur so lange, bis in dieser Wohngruppe wieder was frei ist. Wen bringst du als nächstes mit? Diesen Illich? Iwitsch. Der hat doch auch ein schlimmes Schicksal. Oder Hotte im Zuge der Familienzusammenführung. Wo sollen sie denn hin? Naja, war da nicht mal das Heim im Gespräch? Ach, Tanja, würdest du dein Kind in... Unser Kind! Würdest du unser Kind in... Der ist aber nicht unser Kind. Will sie als Pflegekind bei uns aufnehmen? Warum denn nicht? Das wäre doch die Chance für eine Familie. Ganz ohne Windeln und Sucherei nach einem Kita-Platz. Also willst du ja nicht sagen, wenn sich herausstellt, dass ich unfruchtbar bin? Was ist das denn jetzt für eine Frage? Kann doch sein, dass sich das ergibt bei dem Spermiogramm. Wäre das dann das Ende? Ich will gar nicht mehr, dass du diesen Test machst, okay? Vergiss das Spermiogramm. Wieso das denn nicht? Das wäre dir doch total wichtig. Ja, jetzt aber nicht mehr. Aha. Was würdest du denn machen, wenn ich unfruchtbar bin? Und mit mir zusammenbleiben? Ich meine, das ist ja nicht das Ende. Wir könnten ein Kind adoptieren. Ich will aber ein Kind von uns. Ach ja? Inzwischen habe ich eher das Gefühl, du willst ein Kind von dir. Hauptsache in deinem Bauch ausgebrütet. Die Kamerafrau, Lea Stracker, das war aber tatsächlich bei einem persönlichen Kontakt, weil ein Regiefreund von mir ihren Oberbeleuchter kennt und gesagt hat, guck mal, die macht ganz spannende Sachen und das war dann auch so. Also das, was ich von ihr gesehen habe, hat mich beeindruckt, weil sie mit wenig Mitteln unglaubliche Ergebnisse herstellen kann. Und das traf so ein bisschen auf unsere Bedingungen zu. Und sie hat, dann hatten wir telefoniert, ich kannte sie nicht persönlich und die hatte so eine klare Vision für diesen Film vor Augen im ersten Telefonat, dass das sehr schwer war, da Nein zu sagen.
Also das war für mich toll, jemanden an meiner Seite zu haben, die auch so sehr das auch mitgestalten wollte und nicht einfach nur sich so als ausführende Technikerin empfunden hat, sondern da auch einen richtigen Erzählwillen mit reingebracht hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel ganz Kleinigkeiten sind, dass wir gar nicht mit dem Dolly oder mit dem Kran, oder mit dem Kran schon, aber keine Dolly-Fahrten oder so gemacht haben, sondern sehr viel Handkamera und das kombiniert haben, aber mit anamorphoten Optiken, das sind so, die so ein sehr breites Bild machen, wie man das so vom Kino gewohnt ist, obwohl wir halt wussten, dass wir viel in eng, auch in engen Innenmotiven hin und wieder sind, tut dem Ganzen aber trotzdem gut. Also manchmal denkt man so, dann braucht man nicht diese Breite, aber es ist trotzdem ein anderes Bild und man stellt die Schauspieler trotzdem anders in den Raum, wenn man mit diesen Optiken arbeitet. Und das waren so ein paar Sachen, wir wollten es halt, das waren auch sehr alte, nicht die neuesten, schicksten, sondern wir wollten es betont etwas schrabbelig, um etwas die rau, also das Raue des Milieus natürlich auch zu spüren. Und es sollte auch von den Farben, es sollte so ein schöner, schwitziger, dreckig schwitziger Sommerfilm sein. Das war so unsere große Marschrichtung. Mal, junger Mann, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ich hole gleich die Polizei. Entschuldigung, ich wollte. Ja, Ruhe jetzt! Ja. Annabelle! Ich wollte nur noch mal. Ja, was. Wollte nur noch mal was klarstellen wegen eben. Ich will auch Kinder haben. Ich bin nur. Ich kann nur keine kriegen, keine Zeugen. Ach Gott, ich bin unfruchtbar. Können Sie Ihren Romeo vielleicht mal nach Hause schicken? Ihr Nach macht doch schon genug Krach. Sie halten jetzt mal die Schnauze, Sie alte Schabracke. Sie können froh sein, dass ich nicht im Dienst bin. Sie sind... Jawohl, das bin ich. Entschuldigen Sie bitte, Herr Wachtmeister. Hauptwachtmeister, gute Nacht. Es standen sehr viele Songs im Drehbuch. Einer der Autoren ist, oder auch wahrscheinlich beide, sind sehr musikaffin und es standen Titel da drin, die wir uns leider nicht so leisten konnten, wie sie da drin stehen. Ein Song ist übergeblieben, I Fought the Law, den wir covern durften. Also das hat uns schon viel Geld gekostet. Und den Rest hat ein Musiker alleine aus Berlin in ganz der mit ganz unterschiedlichen Besetzungen. Also wir wollten halt einen Soundtrack haben. Wir wollten sehr songorientiert arbeiten und keine klassische Filmmusik jetzt wie mit einem Orchester machen, sondern irgendwie so ein Soundtrack, der sich anfühlt wie eben die 12 Songs zum Film. Und das hat der ganz toll hingekriegt, glaube ich. Gibt es auch zu kaufen auf iTunes. Das war so die Vorgabe und das war natürlich ein langer Weg, also er war gar nicht so schwer, aber er war lang und weil es viel Musik in dem Film gibt und ja, und das alles immer klingen sollte wie ein neuer Song von einer anderen Band. Also jeder Song hieß auch so und so von der Band so und so, also die hatten auch immer andere Namen, obwohl es natürlich alles von unserem Musiker war. Das war eine ganz, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin seit 2 Jahren hier in Stuttgart und ich habe vorhin eben schon gesagt, das ist Stuttgart. Das ist Stuttgart. Diese Haltung erlebe ich auch am Theater und dafür liebe ich die Stuttgarter. Die Stadt? Naja. Aber die Stuttgarter. Komm, es ja da. Herr Kohl. Das war wohl nicht so richtig heute Abend. Aber wir kommen wieder. Super. Die erste Fassung war bestimmt 100 irgendwas Minuten und jetzt ist es, glaube ich, so reine, ohne Abspann, ist es jetzt so 90 Minuten. Und das ist auch gut so. Ich glaube, länger sollte es auch nicht sein, also damit es irgendwie das Tempo hat, das es braucht. Und nö, das ist absolut mein Director's Cut. Ich habe da jetzt keine Entscheidungen oder keine Kompromisse in dem Sinne eingehen müssen durch irgendwelche Geldgeber oder so irgendjemand, der reingeredet hat. Also das war sehr im Konsens mit der Produktion und das ist der Director's Cut. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie demnächst mal wieder.